Von A nach B. Wohin der Kunde muss. Möglichst schnell, kosteneffizient und umweltschonend. Die Nosta-Gruppe stellt sich dieser Herausforderung und verlagert jährlich bis zu 15.000 Lkw-Fahrten auf die Schiene. In der Unternehmenszentrale in Osnabrück bespricht der Logistikdienstleister mit Kunden maßgeschneiderte Lösungen. In der stationären, der Kontrakt-, der Verpackungs- und der Transportlogistik. Das Netzwerk der Nosta-Gruppe innerhalb Deutschlands mit über 30 Standorten und natürlich auch einer Vielzahl von Kooperationspartnern im europäischen Ausland ist deshalb so besonders wichtig für unsere Auftraggeber, weil dieses Netzwerk Unabhängigkeit bedeutet. Multimodalität bei der Nosta-Gruppe bedeutet, für unsere Kunden aus den vier verschiedenen Verkehrsträgern auszuwählen, und zwar was die Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Pünktlichkeit betrifft. Wir bedienen uns da der Seeschifffahrt gleichermaßen wie dem europäischen Landverkehr, als auch den Verkehrsträger Schiene, wo wir einen eigenen Kombi-Verkehrsterminal im Herzen von Osnabrück betreiben. Das KV-Terminal am Osnabrücker Hafen. Hier schlägt die Nosta Transport GmbH Container im kombinierten Verkehr um. Mit innovativen Verlademaschinen wie dem gigantischen Reach-Stacker werden die Container auf 622 Meter lange Ganzzüge verladen. In Zusammenarbeit mit dem privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen ITL fahren wöchentlich drei Züge mit 42 x 40 Zoll Containern von Osnabrück nach Dresden und ein bis zwei Züge von Osnabrück nach Vlissingen in Holland und zurück. Mit einem bundesweiten Netzwerk von 36 Niederlassungen, Lagerstandorten bzw. Produktionsbetrieben stellt sich Nosta auch in Zukunft jeder logistischen Herausforderung. Nosta.